Am Stammtisch in unserer Wellbar ist jetzt Mariana Haarder-Kühnel von der AfD. Und für sie haben wir zwei Bauern eingeladen, nämlich zum einen Ralf Schaab. Er ist 57 Jahre alt, Obstbauer aus Wiesbaden und seit 20 Jahren mit einem Mann verheiratet. Und er will über das Familienbild der AfD reden. Außerdem haben wir mit Thomas Göbel einen Biobauern hier. Er ist 49 Jahre alt, aus Darmstadt. Und ihn treibt das Thema Klimawandel um und die AfD-Position dazu. Bitte schön, meine Herren. Wir zu Hause, wir leben eigentlich sehr, sehr glücklich auf unserem Bauernhof. Ja, wir agieren, wir betreiben unseren Obstbau und ich bin aber halt auch mit einem Mann verheiratet, nicht mit einer Frau. Also nicht so das klassische Familienbild. Und das würde mich halt total interessieren, warum überhaupt die AfD da so immer wieder was dagegen hat, dass man auch mal anders leben kann und ein bisschen Vielfalt hat im sozialen Bereich. Wir haben da überhaupt nichts gegen. Wir sagen, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Ich habe selbst einige homosexuelle Freunde. Ja. Mein bestes homosexuelles Freundespaar ist mit auf meine erste BPA-Fahrt gefahren, weil die sagen, wir wählen gerade AfD, weil wir merken, dass wir in viele Länder zum Beispiel gar nicht mehr einreisen können, dass wir nicht mehr nach Indonesien zum Beispiel fahren können, weil wir Angst haben müssen, wenn wir da Händchen haltend gehen, dass wir dann ja, wirklich angegriffen werden täglich. Was wir nur sagen, ist nicht, dass Homosexualität schlecht ist. Ich meine, Frau Weidel ist bekennende Lesbe, also sie ist mit 70% unsere Spitzenkandidatin im Bund geworden. Also wenn irgendjemand behauptet, wir seien homophob, dann ist das schlichtweg falsch. Wir sagen nur, es ist so, dass die Masse der Gesellschaft eben noch dieses traditionelle Familienbild leben will, auch im Kopf hat, und dass das eigentlich das Leitbild sein sollte. Es kommt leider, so schön wie Sie das jetzt beschreiben, kommt es nicht so ganz in den Programmen rüber und auch so in den Anmerkungen von Ihren Parteikollegen und Kolleginnen, ja, egal ob das jetzt Gauland ist. Sagen Sie mal was Konkretes. Was haben denn ein konkretes Beispiel dafür, also, was ein Parteikollege gegen Homosexuelle gesagt hat? Also Beispiel zumindest, dass die Frau Storck diese Demonstrationen da organisiert, wo halt nicht unbedingt sehr schwulenfreundliches Bild gezeichnet wird. Welche Demonstration? Ja, da geht es darum, dass einfach die Informationen, die man auch Schülern zur Verfügung stellen kann, dass sie ein gewisses Bild von der Gesellschaft bekommen, halt nicht so früh dargestellt und nicht so selbstverständlich dargestellt werden. Also ich weiß nicht genau, welche Demonstrationen Sie jetzt konkret ansprechen, aber es ist in der Tat so, dass wir sagen, in den ersten 4 Jahren in der Grundschule hat so eine detaillierte Sexualaufklärung eigentlich nichts verloren. Wir wollen, dass die Kinder dann damit konfrontiert werden, wenn sie selber anfangen, sich diese Fragen zu stellen. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Schulzeit. In den ersten 4 Jahren hat Sie das alles noch nicht interessiert. Was aber zum Beispiel bei meinen Kindern in den Grundschulen, das hat schon ein bisschen abgeflacht. Das war vor 5 bis 6 Jahren viel schlimmer, dass sie wirklich in der 2. Klasse mit einem Sexualkundeunterricht konfrontiert wurden. Das hatte ich nie in meinem Leben. Wir sind damals erstmal Bravo kaufen gegangen oder sonst was und haben uns, als es uns interessiert hat, aufgeklärt. Und dann kam das irgendwann auch in den Biologieunterricht. Und deswegen sagen wir, Frühsexualisierung nicht in den Kindergärten, nicht in der Grundschule, sondern dann, wenn die Kinder alt genug sind, das auch verstehen oder selber danach zu fragen. Ja, ich als Landwirt, wir haben mit dem Klimawandel oder mit den Wetterextremen der letzten Jahre irgendwie wirklich deutlich gespürt, dass da was auf uns zukommt. Ich habe so das Gefühl, die AfD fremdelt. Ne, da kommen so Begriffe wie Klimadiktatur oder Klimahysterie. Und dann habe ich jetzt ins Wahlprogramm geguckt und habe gemerkt, tatsächlich, ja, das ist eigentlich kein wirkliches Thema, was man da vielleicht auch gegen tun müsste oder so. Also man muss sagen, Klimawandel gibt es, das leugnet bei uns auch keiner, aber es hat schon immer Warm- und Kaltzeiten in der Erdgeschichte gegeben, das ist ganz klar. Ich persönlich hatte ja zum Beispiel das Problem, dass wir eine ganz tolle Birke im Garten hatten, die damit nicht zurechtgekommen ist mit viel Regen und starker Hitze in Abwechslung. Aber das ist eine ganz private Geschichte. Nee, den Klimawandel, das gibt es, das ist unstreitig. Umstritten ist nur, wie weit der Einfluss des Menschen ist und insbesondere, was der Faktor CO2 da für eine Rolle spielt. Ja? Und das ist auch in der Wissenschaft hoch umstritten. Und da sagen wir einfach, wir haben solche horrenden Eingriffe in die Wirtschaft, indem wir dieses Ziel der Bundesregierung verfolgen, die CO2-Besteuerung praktisch auf so hoch zu nehmen, dass wir den CO2-Ausstoß auf null fahren, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir nicht irgendwann in eine Deindustrialisierung, damit in eine Massenarbeitslosigkeit kommen. Und was gewinnen wir? Ja, wir haben 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes entfällt auf Deutschland. Wenn ich mich frage, wie geht das dann weiter,
dann verlieren wir unsere Lebensgrundlage. Dann muss ich mir schon mal Gedanken machen, was ist zu tun, oder? Ja, aber damit kann man ja durch kluge Technologie, durch Innovationen durchaus diesen Veränderungen auch als Mensch begegnen. Da muss was man halt einfach damit umgehen, lernen damit. Ja, zum Beispiel, man sieht es ja in südlichen Ländern, dass man wirklich die Beregnung ganz anders regelt. Ja? Und gerade beim Waldsterben, weil Sie das ansprechen, ich weiß noch, dass diese Diskussion ja vor 30, 40 Jahren eine ganz große war. Und was hat man irgendwann festgestellt? Ein Großteil des Waldsterbens ist auch darauf zurückzuführen, dass viele Flächen versiegelt worden, viele Flüsse begradigt worden, das Grundwasser einfach viel zu schnell abgeflossen ist und die Bäume schlicht und ergreifend vertrocknet sind. Waldsterben ist jetzt, Sie meinen, das war ja immer so ein, oder? Das war jetzt, nein, das war auch, nein, die haben gesagt, das ist aber, es ist, ja, Waldsterben, damals war das Stichwort saurer Regen. Haben Sie davon noch was gehört? War ja damals dieses große emotionale Thema von den Grünen. Tatsächlich war es aber so, dass viele Bäume einfach vertrocknet sind, weil man alle Flüsse begradigt hat und die Flächen versiegelt hat, das Grundwasser einfach zu schnell abgeflossen ist. Ne? Das sind so Sachen, die müssen halt auch mal aufbearbeitet und gesagt werden. Da sind wir jetzt aber bei der Agrarpolitik. Ja, das ist ja nochmal ein spannendes Thema. Und da hat sich die AfD ja wirklich ein relativ umfangreiches Programm jetzt auch zurechtgebaut und zurechtgezimmert. Da ist unter anderem dabei, flankierend, wenn man halt aus der EU austritt, hat man sozusagen mehr Gelder, um die heimischen Bauern auch zu fördern. Mhm. Das würde ich jetzt wirklich überhaupt gar nicht wollen, ja, weil ich auf der anderen Seite ein Europa-Verfechter bin und jemand bin, der auch irgendwo in unserer modernen Welt die Durchgängigkeit der Grenzen haben möchte. Aber was die Agrarpolitik angeht, interessiert mich, wie die AfD sich jetzt von den anderen Parteien, außer dass sie aus Europa austreten will, da noch abhebt. Ja, was hat sie da im Agrarpolitischen noch Besonderes vor? Jetzt erstmal zum Europathema. Es ist nicht so, dass wir dann die Grenzen schließen und keiner mehr rein und raus kann. Freizügigkeit und natürlich auch, dass der Handel zwischen den Freihandelszonen etc., zwischen den einzelnen Nationen, das soll natürlich bestehen. Sowas wie EWG früher war. Ja? Wir wollen nur, dass wir ein Europa der Vaterländer haben, in dem jedes Land seine Kultur bewahrt, in dem es seinen Wirtschaftsraum hat und die dann, wie es früher war, eigentlich eine friedliche, eine fruchtbare Koexistenz nebeneinander haben. So, wir wollen natürlich im Agrarbereich, wäre gut, wenn wir uns wieder in großen Teilen auch selbstständig versorgen können, wenn wir auf regionale Produkte auch da zurückgreifen könnten, weil wir ja auch sehen, dass wir teilweise viele Landwirtschaftsflächen auch brach liegen. Die wurden jetzt, wenn ich in meine Heimat schaue, da ist eigentlich kaum noch Landwirtschaft aktiv. Ja, es gibt, früher war das alles voller Weizenfelder, voller Maisfelder. Jetzt ist das eigentlich größtenteils nur noch Wiese, die gemäht wird. Und ab und zu sieht man mal ein Pferd draufstehen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es im Moment schaffen würden, uns autark zu versorgen. Oder ob das alles nicht schon längst der Vergangenheit angehört. Ja, Sie sind mit Fragen an die AfD gekommen. Wie ist denn jetzt Ihr Fazit? Also mein Fazit ist, dass tatsächlich die individuelle Meinung von ihr ja vielem, was auch ich denke, mir entgegenkommt. Aber ich habe gefühlt irgendwie so eine große Diskrepanz zu dem, was die Partei sagt, die AfD sagt. Herr Göbel, was ist Ihr Fazit nach diesem Gespräch? Schwierig. Also wenn man über das Waldsterben in 80er Jahren redet und nicht auch über sauren Regen oder die Entschwefelungsanlagen, die den Schwefel im Niederschlag einfach reduziert haben, das wissen wir Landwirte ganz genau, weil wir diesen Schwefel auf den Feldern auch hatten, ja, dann fehlt so eine Diskussionsgrundlage. Genauso beim CO2 und dem Klimawandel, also da hört es irgendwo auf. Und ich habe das Gefühl, aus welchem Grund auch immer, sie machen die Augen zu, vielleicht ist es Bequemheit, vielleicht ist es einfach so eine ganz andere Position. Frau Adakönl, haben Sie denn aus dem Gespräch mit den beiden Herren irgendwas mitgenommen, was Sie vielleicht nachdenklich gemacht hat? Ich werde mir die Sache mit dem sauren Regen noch mal angucken. Aber ich habe wirklich das Ergebnis daraus gezogen, dass es weniger dieses Waldsterben und sauren Regen als an dem Grundwasser es gefehlt hat, in vielen Teilen auch. Mag sein, dass Entschwefelungsanlagen nicht das Schlechteste waren, aber ich glaube, es war nicht der Hauptfaktor. Bei Ihnen habe ich mitgenommen, wir müssen unsere schwulen, homosexuellen Mitglieder mal ganz weit in den Vordergrund rücken, weil wir haben viele davon, gerade weil sie Angst haben vor dem Islam.
Das muss man ganz klar benennen. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die anderen Politikerinnen und Politiker an unserem Stammtisch in der Wählbar geschlagen haben, dann klickt bitte da. Ja.